Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Mr. Prepper in der Beta. Leiter haben wir gesetzt, jetzt brauchen wir noch eine Lampe. Können wir eigentlich nur eine Lampe herstellen? Gucke ich mal hier. Eine Lampe. Wandlampe können wir herstellen. Brauchen wir aber Glas für. Das heißt, wir müssen eine Tasse kaputt machen. Wir nehmen da mal eine Glastasse hier, zack. Damit wir mindestens eine Lampe da haben. Damit wir nämlich das Ding nach unten stellen können. Damit der Agent nicht so meckert, wenn er mal wieder vorbeikommt. Ups, Mikrofon quietsch. Ich muss mal kurz ein bisschen besser hinsetzen. Ganz kleiner Blick, Leute. So, viel besser. Okay, wir bauen die Wandlampe. So. Danach müssen wir schnell was essen. Der hat Hunger. Kann ich verstehen. So. Okay, dann essen wir erstmal was. Erstmal was essen. Der Mann hat doch Hunger. So. Dann nehmen wir den Kollegen hier mit. Und wenn wir schon nach unten gehen, dann können wir auch gleich direkt, die Werkbank platzieren. So. Und mal schön hier, so, damit man auch was sehen kann. So, und die Werkbank. Passt genau dahin. Perfekt. Ist aber noch ein bisschen dunkel. Nicht schlimm, kriegen wir hin. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, Baumodus. Hier, Baumodus. Gewäsch. So, das wird nämlich der Weg nach unten. So, bauen. Von dort aus werden wir dann die Gebäude bauen. Hier, denke ich mal, oder Räume, werde ich dann die Farm hinsetzen. So. Gut, dann gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben, habe ich gesagt. So, dann würde ich sagen, da wir ja noch kein Geld haben, wir haben ja nur 50, können wir gucken, was wir bei dem Sergej kaufen können. Der Sergej, der ist auch klasse, der Typ. Da könnten wir ein bisschen Metall kaufen. Kaufen wir mal so viel Metall, wie wir Geld haben. So. Weil das Metall, das würde ich ungern von dort nehmen. Holz brauchen wir nicht kaufen, da wir Holz ja aus dem Wald bekommen. Dann verkaufe ich mal kurz die ganze Erde, die wir haben, weil wir kriegen ja neue Erde. Das ist das Gute. Dann gehen wir mal in den Wald. Dort werden wir erstmal alles looten, was wir finden können. Bären, Holz, diese komischen Gondeln, die abgestürzt sind, die kann man ja auch looten. Deshalb machen wir das mal eben hier. So kriegen wir nämlich auch was zu essen. Und Materialien, die wir vielleicht gegebenenfalls auch später verkaufen könnten, falls wir die nicht mehr brauchen, für Geld. Aber am besten kann man eigentlich Geld, was ich noch aus der Demo weiß, beziehungsweise aus dem Prolog, mit Erde machen. Mit Dreck. Dreckiges Geld. Richtig dreckiges Geld. Okay. Gut, hier haben wir keine Büsche in der Nähe. Also beziehungsweise haben wir Büsche, aber die sind alle schon abgeerntet. Schau ich mal. Hier ist auch nichts. Hier ist noch ein Tierchen, was im Rumwatschen ist. Ein Reh. Nicht Rentier. Ein Reh. Ein Rehtier. So. Okay, schau ich mal weiter hier. Dann haben wir noch einen Busch. So. Ich hoffe, da hat man gerade nicht eine Aufnahme gehört. Ich habe mich gerade frisch gegessen. Das war eine ganz doofe Idee, wenn man gerade gegessen hat, aufzunehmen. Oder Kohlensäure zu sich genommen hat. Da macht man immer ein Bäuerchen. So, okay. Hier ist nichts mehr. Sehr gut. Dann gehe ich mal auf der anderen Seite gucken. So. Doch, hier ist noch ein Busch. Den nehmen wir doch mal noch mit. So, dann gehen wir mal wieder zurück an den Startpunkt. Dann können wir nämlich in dem Wald nochmal eben das Ding reparieren. Die Seilbahn oder was das da ist. Skilift, keine Ahnung. Der Dinger halt hier, was direkt am Anfang steht. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da haben wir es doch. Guck mal, da ist auch noch ein Weg raus. Den teste ich gleich mal aus. Austesten. So, Seilbahn, genau das war das Wort. Habe ich doch gesagt, Seilbahn. Ich war von Anfang an richtig. So. Seilbahnstütze ist gebaut. Repariert, besser gesagt. So, gucken wir mal hier. Wo kommen wir da hin? Nach Hause. Na gut. Kein Problem. Dann lassen wir das, nehmen wir das Zeug hier mit. Zack. Alles nehmen. Kein Platz.
Ach, du bist so schwer. So, dann nach unten. Rennen wir nach unten, zack. So. Können wir nicht stapeln. Macht Sinn. So, dann mache ich erstmal aus den Holzstämmen. Oh, Holzbretter. Jetzt müssen wir ein Nickerchen machen, sehe ich gerade. Er war ein bisschen müde. Ein ganz kleines bisschen war er müde. Schade. Upsala. Tut mir leid, Günther. Tut mir leid, Günni. So. Gut, dann gehen wir hier runter. Dann mach das mal hier fertig. Dann packen wir die Boxen auch gleich direkt in als, ja, als unsere Materialien. Wir zerlegen die. Wir zerlegen die. So wie der YouTube-Algorithmus mich zerlegt. So. Drei Stück. Ich hoffe mal, das wird nicht so spät. Gut, der braucht ein bisschen, um das auseinanderzunehmen. Aber nicht schlimm. Bevor wir gleich ins Bett gehen, werde ich auch nochmal die Früchte in den Kühlschrank packen. Wir brauchen ja sowieso ein bisschen hier, um, unsere Werkbank abzugraden. Wir können schon einiges machen, aber nicht so viel, ne? Das ist, glaube ich, der aktuelle Stand gewesen. Genau, ich glaube, das war der Stand, auf den wir waren, als wir den Prolog gespielt haben. Genau, das war alles das gleiche, konnte ich bauen. So. Okay, Bären hier rein. Oh Gott, geh schlafen. Ja, ich bin müde. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin auch müde. Obwohl ich gerade noch was zu mir genommen habe mit Koffein drin. Ich glaube, ich muss nach der Aufnahme nochmal schnell noch einen Kaffee reinziehen. Ja, Leute, ich bin ein Kaffeetrinker, kein Tee. Obwohl ich in Irland lebe. Und Irland einen großen Einfluss von England hat, bin ich trotzdem kein Tee-Fan. Wohl so leckeren schwarzen Tee mit, klingt jetzt komisch, mit Milch und Zucker. Ist ganz lecker. Ja, die trinken hier Tee mit Milch. Ganz komische Leute. Ganz komische Leute. Finde ich aber super hier. Nur das Wetter ist ein bisschen kacke. So, gut, das hatten wir jetzt. Dann gehen wir hier lang. Die Seilbahn benutzen zu Level 2. Gut, dann looten wir da alles, was wir looten können. Weil je mehr wir looten, desto besser. Guck mal, hier haben wir auch schon was wir mitnehmen können. Gut. Boah, da noch ein dicker Busch. Der uns ganze 3 Bären gibt. Geilo. Geil, 3 Bären aus dem ganzen Busch. Hat ja so viel Sinn. So. Ich muss übrigens nochmal die Videobeschreibung von dem Prolog überarbeiten. Da habe ich nämlich auch so gesehen, den Publisher auch als Entwickler angegeben, aber der ist nicht der ist kein, ja, ist zwar ein Indie, so ist ein klein, wo ist, ist kein AAA, ist ein kleines Entwicklerstudio, aber ich habe auch so gesehen, da bei den Entwicklernamen auch den Publisher eingetragen. Habe ich wohl verpeilt. Das werde ich noch verbessern. Ist nämlich Rejected Games. Das ist natürlich ein sehr vielversprechender Name für ein Spiel, also beziehungsweise für eine Firma, die ein Spiel macht. Weil das Spiel würde ich definitiv nicht rejecten. Oh, wir sind voll. Okay. Wir sind voll? Ja, okay, wir haben auch 5, ne, wir haben hier 4 Baumstämme in der Tasche und 18 Bären, die auch verdammt schwer sind anscheinend. Die wiegen 18 Kilo? Eine Blaubeere ist 1 Kilo? Ja, holla die Waldfee. Das sind aber echt schwere Bären, du. Dann gehe ich mal wieder hier raus, so Mr. Prepper Housey. So. Dann gehen wir wieder hier lang. So, dann packen wir die in den Kühlschrank. Wir haben auch echt schnell die, ne? Die Müdigkeit geht auch richtig schnell runter. Oder hoch, besser gesagt. Müde, hoch, ne? Gut, dann gehen wir nach unten. Herstellen. So. Legen. Nochmal zerlegen. So, Rodele. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, was die okaye Menge von Sachen, von Gläsern in unserem Haus ist. So, gucke ich mal hier. Wir dürfen maximal, mindestens müssen wir 4 davon haben. Das ist schon mal sehr gut. Das haben wir dann auch 11 davon. Habe ich es richtig gelesen? Nö, habe ich nicht.
Sichere Menge 4 bis 12. 1, 2, wir hatten nur 4 Stück. Und dann wird er wieder meckern, ne? Da wird er wieder meckern. Und die sichere Menge 4 bis 11. Also die 4 müssen wir definitiv behalten. Den Rest könnten wir dann zerdeppern. Was ist denn hier die sichere Menge? 4 bis 9, das heißt 4 Stück behalten. Rest. Ach, guck mal, da, okay. Da haben wir doch ein paar mehr. Okay, wir haben da. Können wir eigentlich die hier nehmen? Ich probiere das einfach mal aus jetzt mit dem Zeug hier. Ob der meckert. Jetzt 4. Mich. Oh nein! Das wollte ich doch gar nicht. Eine Tasse kommt wieder zurück. So, das sind nämlich genau 4 Stück hier. Ja, 1, 2, 3, 4, ja. Gut, dann nehme ich mal die hier. Ja, ja. Heul leise, Chantal. Entschuldigung. Dann mache ich jetzt ein Nickerchen. Komm, geh schlafen. Ey, es ist 2 Uhr. 2 Uhr war das. Und der war schon müde. Ja, ist schon anstrengend, du. Was ist denn das für ein Wort? Was war das denn? Ach, das hier. Der Blimp. Das Blimpchen. So, okay. Dann gehe ich mir hier oben erstmal umdrehen. Haben wir noch gar nicht gemacht gehabt. Inspizieren. Deine Vorbereitung ist niedrig. Die geht ja auch komischerweise runter. Mal hier, zack. Leute, jetzt hochgehen. Inspizieren. Lesen. Ziel Nummer 1, überleben. Ziel Nummer 2, flüchten. Okay, baue ein paar Pflanzen in deinen Bunker an. Okay, das kriegen wir hin. Jetzt haben wir einen neuen. Ich brauche eine Nahrungsquelle, Zeit, um eine unterirdische Farm anzulegen. Der Gent wäre nicht glücklich, wenn er das sehen würde. Ja, das verstehe ich. Um einen einfachen Untergrundfarm zu bauen, brauchst du 5 Beeten, kann in der Werkbank hergestellt werden. 5 Samenboll, du kannst eventuell ein paar in deinem Haus finden. Anscheinend nicht. Und Samen können auch im Handel gekauft werden. Schon mal sehr gut, das drehen wir mal wieder hier um. Auf mal direkt sicherheitshalber. Radio brauchen wir, müssen wir haben. Das auch müssen wir haben. Stühle? Dann können wir auch nur einen haben, wenn wir 2 Stühle hätten. Okay, dann gehe ich mal hier runter. Werde erstmal die Becher hier auseinandernehmen, damit wir einfach nur sehen können, ob das. Upala, doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, wo gehst du denn hin? Wo geht er hin? So. Zerlegen. Einfach nur zu gucken, ob, ob das schlimm ist, wenn wir jetzt keine, wenn wir weniger als 4, wenn wir nur 4 Becher haben, ob das okay ist. Oder anders. Ihr wisst schon, was ich meine. Können wir theoretisch auch wieder Becher herstellen, was schon mal sehr gut ist. Perfekt, um all deine Sachen im Bunker zu stapeln. Oh, cool. Das kann man auch. Das ist schön. Ich setze mir noch ein bisschen anders hin. Damit das nicht allzu ungemütlich hier ist. Man muss ja gemütlich sein. So, dann baue ich eine Wandlampe. Beziehungsweise gleich noch eine Treppe nach unten. So. Wir hier eine brauchen. Und dann nochmal Licht, ein bisschen Licht herstellen. Machen wir 2 Stück. Sind verdammt schwer, wiegen 4 Kilo. Also eine Lampe ist dann 2 Kilo. Ja. So. Zack. Und danach können wir erstmal B hier da bauen und so groß wie wir können. So. Gut. Bauen. Gut, dass er auch von hier oben aus bauen kann. Der braucht nicht runtergehen dafür. Oh, ein bisschen Nickerchen machen. Dann platzieren wir erstmal die Lampe hier. Wo haben wir sie denn? Lampe, wo bist du? Lampe? So, hier eine. Zack, und dann noch hier eine. Damit das nicht allzu dunkel ist. Kann ich nicht hier hin platzieren? Warum nicht? Hä? Warum nicht? Wo ist das Problem? Zu nah an der Werkbank? Ist doch nicht dein Ernst. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt zum Schlafen.
Ich bin auf dem Weg. Also die Zeit geht richtig schnell rum, muss ich sagen. Entweder ist das neu, dass sie das irgendwie jetzt bearbeitet haben, dass man so schnell müde wird. Oder ich habe das anders in Erinnerung. Weil für mich kam das nicht so schnell vor, ganz ehrlich zu sein. Um ganz ehrlich zu sein. Das ist immer das komische Geräusch. Immer am nächsten Morgen macht das ein komisches Geräusch. Der Bau. Ich sag's dem Bau, ne? Der steht da. Was soll ich machen? Chef, sag mal. Guck mal, es geht auch wieder. Normalerweise, wenn man schlafen geht, ist die Schlafanzeige doch ganz nach oben. Also, der Schlaf ist doch voll. Guck ich mal. Das ist ein bisschen unlogisch. Was machst du? Günner! Was machst du? Was machst du? Das ist ein Thumbnail wert. So. Da ist ein F12 gespammt. Gucken, ob da ein gutes Bild vorausgekommen ist. Hör auf damit! Was? Warum? Ja, auf hier rumzutouren wie ein Hampelmann. Lese ich mal hier. Wir sind bei Tag 5. Am Tag 8 kommt der. Gut, dann müssen wir ein Nickerchen halten. Weil anscheinend wir 5 Kubikmeter Sand geschaufelt haben, sodass wir komplett ausgelaugt sind. So. Läuft bei dir, Günni. Okay, so Günni, du hast Hunger, ne? Sehe ich gerade. Dann ess mal. Eat all. Ja, seht ihr, das ist eine Beta noch. Ist noch nicht komplett übersetzt. Ups. Einfach mal so. Okay, dann esse ich die 9 Stück. Zack, dann geht's mir schon ein bisschen besser. Dann werden wir nämlich einen Baseballschläger basteln. Wollten wir sowieso mal so herstellen. Ja, da muss er hier hergestellt werden. Das kann ich verschieben. Ich war im Baumenü. Öffne deine Ausrüstung, um einen Baseballschläger auszurüsten. Ja, warte doch mal. So. Okay, Basie ausrüsten. Hier, zack. Drücke Q, um deine Waffe umzuschalten. Ah. Okay. Ist ein verdächtiger Gegenstand. Sichere Menge 0. Okay. Das heißt, bevor er kommt, müssen wir den irgendwie unterbringen. Guck ich mal kurz. Kann man irgendwie... Was macht denn die Holzkiste? Ich brauche sogar Metall. Brauchen beide Metall. Da brauche ich mir doch eine coole Holzkiste. Obwohl... Warte mal. Die Holzkiste. Entworfen, um deine Schätze zu verstecken. Versteckt etwas darin oder verarbeite es zu Holz. Dann mache ich mir doch eine geile, coole Holzkiste. Kostet ja nur 8 Holz, ne? Und ein Baum schon gibt 5 Holz. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. So. Cool. Alles ablegen. Ja, schön. Sehr gut. So kann man... Aha. So kann man seine Sachen sicher unterbringen. Gut. Der Baseballschläger ist aber noch ausgerüstet, ne? Genau, da war das Problem. So. Oh, genau. Den könnte ich dann jetzt da reinpacken. Gut, den nehme ich aber sicher selber mit. Falls wir nämlich dann auf den Wolf stoßen. Damit wir den Wolf auch schön verprügeln können. Schicken wir mal ein hier, so. Ich weiß, man schlägt keine Tiere. Aber, wenn man angegriffen wird, muss man sich verteidigen. Ist leider so. Ja, der Wolf greift doch... Aber generell, so gesagt, Wölfe sind nicht ungefährlich. Das stimmt. Aber die sind nicht so gefährlich, wie man die mal hinstellt. Sobald, solange das Wolfsrudel nicht hungrig ist, knabbern die dich auch nicht an. Es sei denn, du bist verletzt und die sehen dich als einfache Beute. Aber normalerweise sehen die dich nicht als einfache Beute an. Schneit das? Das ist ein Pollen. Oh. Ja, Kollege, der mir das Spiel empfohlen hat. Du hättest hier Arschkarte.
Viel zu viele Pollen unterwegs, du. Du niest dir das Gehirn raus hier. Gut. Ah, okay. Oh, guck mal. Es wird schon wieder dunkel. Guck ich mal. Hier war nichts mehr, ne? Nee, ich war sowieso falsch gelaufen. Ich wollte nämlich auf Ebene 2 gehen. Auf Level 2. Ich weiß, die Folge ist zwar schon rum, aber ich will das mal kurz hier beenden, weil wir können nur speichern, wenn er schläft. Das ist die Sache. Er speichert nur, wenn er schläft, wenn er zum nächsten Tag wechselt. Dann speichert das Spiel. Und es gibt kein Speichern. Kein manuelles Speichern. Was ein bisschen unlogisch ist, muss ich sagen. Nicht unlogisch, sondern unschön, da die meisten Spiele heutzutage so eine automatische Speicherfunktion haben. Oder, okay, automatische Speicherfunktion hat er. Entschuldigung, ich rede hier falsch. Ich meine, manuellen Speicherfunktion, so rum. Die meisten Spiele haben manuelles Speichern. Das leider nicht. Auch sehr schön wie bei Kingdoms and Castles. Wenn du das Spiel beendest, dann speichert er out. Dann sagt er speichern und verlassen. Super praktisch. So, guck ich mal hier noch. Haben wir irgendwo noch was Leckeres? Da haben wir noch einen Busch, den wir angrabbeln können. Lass mich mal an deinem Busch hier. Dankeschön. Nehmen wir auch nochmal mit. So, dann noch ein Busch. Sehr schön. Ist ja fast schon zu spät. Das heißt, wir gehen noch einen ganz kleinen Blick. Einen ganz kleinen Blick gehen wir nochmal hier lang. Und dann gehen wir zurück. Die Vorbereitung geht auch runter. Sollten die auch mal überarbeiten. Vorbereitung ist es ja im Deutschen, nicht Preparations. Ich meine, wenn die schon übersetzen, dann sollte man auch solche wichtigen Punkte übersetzen. Finde ich. Bei Eat All kann passieren. Ne? Da wurde einfach nur der Eintrag nicht... Oh, wow, was haben wir denn hier? Feldration, Glas, 5 Geld. Oh geil, nehmen wir alles mit. Ja, ja. Okay, ja, ich gehe ja schon nach Hause. Alter Heususe. So. Gut, dann gehen wir nach Hause. Mist. Wir haben Tag 5, das heißt, wir müssen noch nicht unsere Sachen irgendwie schlafen. Dass ich extra noch Schlaf drücken muss. Alter, oh. Tag 6. Ja, okay, ein Tag. Aber liebe Freunde, das war's auch für die zweite Folge. Jetzt speichert ihr gerade schön. Sobald er hier ist, dann werde ich da auch die Folge auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch immer Benachrichtigungen bekommt, ne? Beziehungsweise damit ihr wisst, ne, wann ich ein Video hochlade. Und wenn ihr ganz oft genervt werden möchtet, Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich auch Push-Benachrichtigungen, gegebenenfalls auf dem Handy. Und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch das Spiel gefällt. Habt ihr irgendwelche Bugs gesehen oder Übersetzungsfehler, die mir nicht aufgefallen sind? Was natürlich in der Demo passieren, in der Beta passieren kann. Und ob ihr, würdet ihr das Spiel kaufen? Mögt ihr solche Spiele? Schreibt es in die Kommentare, falls ihr auch ein Spiel euch wünscht. Und ganz wichtig, joint meinem Discord. Da werde ich euch auf den aktuellen Stand halten, falls irgendwelche News kommen, also Neuigkeiten besser gesagt, rund um den Kanal und um die Spiele, die ich spiele. Und dort wird dann auch dann bald Gewinnspiele starten, wo ihr ein paar Keys gewinnen könnt, die ich zu viel habe. Besser gebe ich die an euch, als wenn ich die jetzt bei mir rumgammeln lasse. Aber nicht lang schnacken, Manuel hier. Haut rein, Leute, und play. Ciao, ciao.